Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, wieder ein Plan with Me, wieder ein bisschen Schnipselklebespaß. Geht gerade echt richtig gigantisch voran mit den Vintage-Alben. Ich bin so krass am Videos abdrehen. Also ja, ich bin gespannt, wie lange mein Handy das noch mitmacht. Bis es vollends heiß läuft. Aber es ist einfach so ein herrlicher und entspannter Ausgleich zu der Arbeit und ja, macht mega, mega viel Freude, die Alben einfach wachsen zu sehen. Und ich glaube, ich habe jetzt noch circa ja, 20 Seiten vor mir. Aber ja, ich finde es einfach richtig toll, ja, euch da einfach wieder richtig aktiv auch mitzunehmen und euch zu zeigen, was da so Schönes entsteht. Ja, heute, also in dem Video habe ich jetzt mal so diese ganzen kleinen Schnipsel auch irgendwohin versucht reinzubekommen, weil ich da so Unmengen wirklich noch hier habe und ja, ganz, ganz, ganz viele schöne Papiere, aber halt auch mega, mega viele Kleinschnipsel. Und ja, die kommen halt rasend schnell auch echt zusammen, wenn man mehrere Videos hintereinander abdreht. Da hat man dann so einen Stapel an Kleinschnipseln da liegen. Alles kann man einfach nicht verwenden. Das ist schlicht nicht möglich, weil es durch die ganze Verarbeiterei von den Papieren sonst echt überhand nimmt und dann hat man so eine Miniaturschnipselseite irgendwann mal. Aber einfach die Schnipsel, die eine gewisse Größe haben, die recht handlich sind und alles, die kommen definitiv mit in das Album rein und werden auch nicht ignoriert oder in die Ecke geschoben. Genau. Oder halt auch besondere Schnipsel, wie jetzt zum Beispiel diese Notenpapierschnipsel, die einfach so, so wunderschön sind und es einfach total schade ist, würde man die jetzt nicht verwerten oder verwenden und wegwerfen. Also das wäre eindeutig zu schade. Und dieses wirklich richtig, richtig schöne Papier. Genau. Ich bin da noch so ein bisschen am Sticker auch hinlegen gewesen. Denn ich hatte mir bei, glaube ich, AliExpress war es gewesen, hatte ich mir mal so ein mega Big Pack mit Stickern und Papierschnipseln und so Sachen bestellt. Das jetzt halt auch schon ewig lang unten liegt. Und 0,0 verwendet wird. Und ja, jetzt habe ich einfach gesagt, okay, das ist doch echt der passende Zeitpunkt, diese Sachen jetzt auch endlich mal zu verarbeiten, indem ich sie jetzt einfach mit in diese Poesiealben rein bastel. Dann haben die einen schönen Platz. Und ich habe sie nicht mehr unten im Schrank rumliegen und ja, verwende sie partout nicht. Das ist halt immer schade. Deswegen habe ich ja auch in den letzten Wochen, Monaten so krass heftig aussortiert, weil ich einfach gesagt habe, es sind so, so brutal viele Sachen einfach auch immer noch in den Bastelschubladen. Ja, es ist einfach gerade materialtechnisch in vielen Bereichen wirklich noch so, dass von allem viel, viel, viel zu viel da ist und ich wirklich vor ein paar Wochen, Monaten echt mal krass gemerkt habe, wie viel Zeug ich überhaupt anhorte und ansammle und ja, auch bestes Beispiel wirklich bei uns in den Kleiderschränken oder in allgemein in den Schränken überall im Haus.
Ich habe jetzt in den letzten Tagen zwei kleine Schränke verkauft über die Kleinanzeigen und werde im kommenden Monat beim IKEA eine Kommode holen als Ersatz für diese zwei Schränke, die ich jetzt hergegeben habe. Und das wird eine, also was heißt Kommode? Ein Schränkchen. Also es ist keine richtige Kommode, es ist eher ein Schränkchen. Aber da wird dann alles reinkommen, was in diesen zwei anderen Schränkchen, die jetzt rausgegangen sind, drin war. Ja. Und bevor das dann alles eingeräumt wird, werde ich erstmal die ganzen Sachen durchsichten. Ja. Also da kommt noch richtig, richtig viel Arbeit auf mich zu. Aber ich freue mich einfach im Allgemeinen auf eine komplett und richtig krasse Veränderung. Und durch meinen Kleiderschrank muss ich auch nochmal durchgehen. Morgen habe ich mir jetzt zum Beispiel das To-Do gesetzt, dass ich aus dem ersten Obergeschoss das Treppengitter abmontiere und das im Keller an die Treppe ranmontiere. Weil oben brauchen wir es nicht. Wir haben nicht mehr so kleine Kinder, bei denen jetzt unbedingt krampfhaft dieses Treppengitter notwendig wäre. Und also zumindest mal abmontieren, dass man es runter tun kann. Und irgendwie am Gelände erstmal mit keine Ahnung was befestigt, bis die Wandhalterung dann nach unten gezogen ist, damit ich einfach auch mal unten im Untergeschoss richtig aufräumen kann und auch richtig wieder was erledigen kann und nicht alle 2 Sekunden nach der Kleinen gucken muss, wo die hinspringt oder halt die Schlafzimmertüre, die Kellertüre, die Waschküchentüre permanent geschlossen halten muss und dann nichts mehr mitbekommen, was gerade in Bezug vielleicht auch an der Ding, an der Eingangstür los ist. Weil unsere Klingelanlage halt leider noch kaputt ist und wenn ich überall die Türen zu habe, dann kriege ich es halt nicht mit, wenn jemand oben am Küchenfenster klopft. Und ja, wie gesagt, also da möchte ich ein Gitter hinmachen, weil dann kann sich die Kleine einfach auch unten gefahrlos bewegen und ich habe halt nicht ständig die Hinterherrennerei, dass ich darauf achten muss, weil sie jetzt halt angefangen hat, Treppen zu steigen. Dass sie mir nicht irgendwie die Treppe hoch flitzt. Ja. Und wenn es dumm läuft, halt nach einem halben Weg ins Stolpern kommt und da irgendwas passiert. Genau, muss nicht. Deswegen einfach mal das Gitterteil runtermontieren und unten anhängen. Das müsste recht gut passen vor der ersten Stufe, so wie wir es hier im Erdgeschoss haben. Und ja. Die Wandbefestigung, die kann dann nachträglich montiert werden. Da werde ich dann wahrscheinlich erstmal das Gitter an sich mit, keine Ahnung, einem Expander oder so am Treppengitter festzurren, dass ich es einfach mal morgen geschlossen habe und da ganz in Ruhe unten aktiv sein kann. Genau. Ja, ich hatte dann noch so wunderschöne Buchseiten, die ich mir dann einfach zugeschnitten habe mit wunderschönen Bildern drauf, um da einfach auch ein bisschen noch was dekorativ in dieses Album reinzukleben. Und ja, habe die dann erstmal zugeschnitten und dann halt wirklich erstmal gegengehalten, um zu gucken. Was passt jetzt auf diese Doppelseite am besten? Was ja, harmoniert meiner Meinung nach am besten mit dem Hintergrund? Genau, die junge Frau auf dieser Buchseite oder die Zeichnung dieser jungen Frau auf der Buchseite hat mir auch mega gut gefallen. Ich habe da noch eine andere Seite gehabt, die ich dann auch noch schnell zugeschnitten habe. Und habe dann geguckt, wie die auf dem Hintergrund so kommt.
Im Allgemeinen mit dem Hintergrund bin ich super zufrieden, wenn ich dran denke, als ich die Bücher letztens wieder in der Hand hatte und mir dachte, boah, die kannst du echt mal fertig machen. Da stand ich echt dran und dachte mir, pff, wo fange ich denn da jetzt echt am besten an? Also ich habe echt Schwierigkeiten gehabt, wirklich wieder einen Startpunkt zu finden. Ja. Wie gesagt, jetzt gucke ich erstmal, was passt am besten und ja, womit fühle ich mich wohl, was ja, passt da meiner Meinung nach richtig gut auf diese Seite. Ja. Genau. Ja, ich habe auch noch einen riesen Stapel Vintage-Papier vor mir. Also ich muss gestehen, ich habe es jetzt in einen Korb rein, weil ich hatte dann irgendwann nach, glaube ich, 5 oder 6 Videos am Samstag echt keinen Nerv mehr. Also da habe ich dann echt gemerkt, da ist die Luft raus. Und ich habe ja, als ich mit den Alben angefangen habe, höchstens 2 Videos abgedreht und nachvertont und nicht 5 oder 6 Videos. Also das war schon ein Hardcore-Drehtag. Ich habe auch gerade, weil ich extrem viel für meinen Etsy-Shop an dem Tag gemacht habe und dann halt auch wirklich für mein LR-Business auch nochmal richtig krass viel erledigt habe und ja, dementsprechend platt war ich halt auch wirklich, als ich die Videos, diese Vintage-Videos abgedreht habe. Aber es hat halt einfach richtig krass heftig viel Spaß gemacht und ja, dementsprechend eine Win-Win-Situation. Trotz allem bin ich super zufrieden und einfach auch glücklich und dankbar, dass die Kleine so schön für sich spielt, dass ich einfach auch mal richtig schön kreativ sein kann. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet vielleicht selber ein bisschen kreativ sein. Habt euch so ein bisschen ja, anspornen lassen, einfach mal wieder ein bisschen was zu tun. Und ja, ich würde mich mega, mega freuen, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen und ihr vielleicht einfach auch mitbastelt. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so in der Zeit beim Angucken so gewerkelt habt oder was ihr so gemacht habt. Es würde mich voll freuen, wenn wir da in so ein bisschen Dialog einfach auch wieder reinkämen. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen richtig, richtig schönen Tag und genau. Genießt die Zeit, lasst euch nicht ärgern und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!